Schön auf der Seite angeschrieben. Ein Kalinin K-7 hat können 120 Personen transportieren. Und wir haben eingestiegen, sind die Personen unten beim Fahrrad, wo er jetzt über den Fuß hat. Die sind dort, hat es eine Schäbe gehabt, die Personen überlassen. Vor einem Jahr haben wir 14 Personen. Der Rainer Mantle von Meilen und unseres Pilotieren. Und ich würde auch denken, jetzt wird er doch ein bisschen, also er ist sicher auch natürlich ein bisschen gefordert, den Flügen schön uns vorzuführen. Der Pilot, dass da keine GPS geht.
hat also die Geschwindigkeit gehabt, was er auf den Staudruck gerundet hat. Also, was hat er da sozusagen? Wenn er fest gefahren ist, dann wird die Uhr im Prinzip. Und für das hat die sehr genaue Bordchronographen gebraucht, wo man können Zeit stoppen kann, also Chronometer sehr genau. Die russischen Brücken sind natürlich mit russischen Chronometern ausgerüstet worden. In der Schweiz, ganz bekannte Marke, ist natürlich Breitling, wo dann viele, viele Bordinstrumente gebaut hat. Chronographen für die Industrie, die man auch in Amerika und in England einsetzt. Hier schön gegen den Wind. Wie seht ihr, ist es nicht so einfach. Sie müssen sich vorstellen, die Schwierigkeit ist der Wind vom Stand oder könnt ihr auf einmal aufhören. Wunderbar, sehr gut. Wir werden auch wirklich unterbrechen, im Internet natürlich zwei Industrie. Now we hold you.